Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker, Andy. Wir spielen heute wieder Braveland Pirate. Und wir gehen zu unserem Speicherstand. Und wir haben jetzt die schwierige Aufgabe, ich gehe mal hier hin, gegen den Boss zu fighten. Das wird eine wir wollen nichts kaufen. Das wird eine harte Nummer. Das ist ein Bossfight. Und da müssen wir uns jetzt echt anstrengend. Das wird, ich weiß nicht, was es wird. Ich hoffe doch umdrehen. So, Boss. Ja, okay. Schauen wir mal, was er Leben hat. Okay, er kann schon mal weit laufen. Das ist schlecht. Wir müssen die Kleinen irgendwie loswerden, sodass wir alle auf ihn gehen können. Schauen wir mal. 230 Leben. Ihr wollt mich doch verarschen. Increase Messenger Speed bei 1. Damage bei 20. Boah. Fuck. Was soll man da tun? Wie viel Leben haben mich? 150, okay. Gut, ich würde sagen, ich lasse den mal auf mich zukommen und wir schotten einfach unseren Fernkämpfer ein bisschen ab. Ich glaube, das wird das Beste sein. Du gehst einmal nur nach hinten und du wirst den hier blenden. Oh. Das ist klar, der geht auf mich. Aber okay, mit denen kann ich leben. Ne? Oh, shit. Ja, wir müssen alles auf den Boss. Alle auf den Boss, weil der muss weg. Der macht Damage wie Sau wahrscheinlich. Ja. Da müssen wir alle auf ihn gehen. Oder wir machen zuerst die Rattenblatt. Das ist natürlich auch eine Idee. Machen wir zuerst die Rattenblatt. Oh, das wird nicht gut ausgehen, Leute. Das wird gar nicht gut ausgehen. Ich schieß mal auf den Boss. Der muss Leben verlieren. Der macht gut Damage, mein Boss. Weil der hat natürlich hier viele Leute. Das heißt, dem muss man so gut es geht. Oh, scheiße. Alter, der macht uns alle, Leute. Der macht uns so alle. Die Oh, Ratte, geh weg. Oh, diese Drecksratten. Aber egal. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir können ihm mal ein bisschen hier Gas geben. Alle auf den Boss. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann, weil der haut ziemlich rein. So, du gehst auch auf ihn. Der wird jetzt zwar sterben, aber ein bisschen Damage muss raus. Können wir auf ihn schießen? Nein, weil die scheiß Ratten hier sind. Verflucht normal. So, weg da, Ratte. Das ist natürlich scheiße. Der kann jetzt keinen Fernkampf machen. Ist disabled. Die müssen weg, die Ratten. Jawohl. Jawohl, der hat ausgewichen. So, der Boss kriegt aber ordentlich. Also, damit kommen wir klar. So, jetzt ist nur mehr eine Ratte da. Und die kriegen wir auch noch unter Kontrolle. So, wir lassen ihn trotzdem auf den Boss hier gehen. Der muss Leben verlieren wie Sau. Den haben wir vielleicht jetzt sogar. Ah, oh, knapp. So, können wir nicht. Alter, die Ratte, gib mir einen Marsch hier. Komm, verpiss dich, Ratte. Oh, der tut weh. Aber wir werden es schaffen, glaube ich. Denn der ist ziemlich platt hier. Allerdings ich auch. Ah, fuck. Scheiße. So, jetzt kann ich keine Ability mehr machen, aber wir müssten das hinkriegen, weil die Ratte muss jetzt weg langsam. Scheiße, das wird knapp, Leute. Ah, ich hätte zuerst auf den Boss schießen sollen, jetzt kommt mal der auch noch. Gut, den kann ich jetzt umlegen. Boah, gleich zwei, aber er ist weg. So, Ratte, jetzt bist du mal dran. Das Problem ist, wir werden jetzt sterben. Oh, Miss ist gut. Oh, der trifft. Stirb doch jetzt endlich mal. Na, endlich. So. Oh, das wird hart. Komm, mach einen Miss. So. Wir werden jetzt den hier blenden. Weil der hat nur mehr Kraft. Dann werden wir hier den töten. Das sollte funktionieren. Oh, das wird eine knappe Sache hier. Jawohl, der ist weg. Okay. Den kriegen wir auch noch, Leute. Den kriegen wir auch noch, da könnt ihr euch sicher sein. Den werden wir jetzt blenden. Jawohl. Wir schaffen es, aber wie? Das ist eine knappe Sache. So, boom. Im nächsten Schuss ist er weg. Jawohl, er hat Mist. Jawohl. Ah, wir haben es geschafft. Boah, das war schwierig. Bossfight halt, ne? Aber wir haben es geschafft, Leute. Wow. So, verpiss dich, du. Oh, wir haben Schuhe gekriegt. Das ist was Geiles. Guck mal doch mal rein. Wo sind sie? Hier. So, was bringt man? Was? Habe ich nicht Schuhe gekriegt gerade?
Hallo? Cindy? Steh nicht recht. Ich sollte doch Schuhe gekriegt haben, das habt ihr doch auch gesehen, ne? Nun gut. Viel Geld haben wir nicht, vielleicht kriegen wir hier was bei der Kiste. Wir nehmen das Gold auf jeden Fall, das Gold. Und dann schauen wir mal hier hin. Was gibt's hier Feines? Hallo. Eine Piratenbraut. Oh, und was ist mit dir da? Aber hier ist ein schönes Schiff. Ich hoffe, das kriege ich doch. Das wäre nett. Oh, irgendwas von Skeletten labert der. Und das hört sich nicht so nice an. Let's shake on it. Oh ja. So, wir kriegen sie jetzt, oder was? Ja, sehr schön. Da schauen wir gleich mal nach, was die so kann. Die Tussi. Die kriegen wir dreimal. So, jetzt gucken wir mal. Wie geht das? So, ja. So, sie hat halbwegs viel Leben. Was ist das da? Leap up to sales. Die kann eine Art Fernangriff machen. Das ist natürlich super mit ihren Pistols hier. Ja, es läuft. Es läuft. Die ist nicht so schlecht. Haben wir hier noch was? Nein. Was mich jetzt stört, ich habe doch die Schuhe gekriegt. Wo sind denn die hin? Das verstehe ich nicht ganz. So, dann schauen wir mal hier hin. Können wir hier nur was shoppen? Oh, jetzt ist sie... 200, wollte mich verarschen? Die hat Preise. Puh, puh, puh. Ich kann mir höchstens einen dicken leisten. Ja, nehmen wir noch einen dicken. Und ich würde sagen... Zack, bum, bang. Auf zum nächsten Fight, Leute. Die Gespenster hier, die werden wir verjagen. Da haben sie uns schon gewarnt hier, oder sie. Geister. So, wir haben schön hier unsere Schützen. Sie kann ja auch so ein bisschen, aber sie muss näher ran. So, das bringt uns genau was, das haben wir noch gar nicht gemacht. Das ist so eine Art Def wahrscheinlich. Gut, wir gehen mal voraus hier. Und dann schauen wir, wie die uns entgegenkommen. Das wird, glaube ich, das Gescheiterste sein. Und Vollgas voraus. So, das sind die Fernkämpfer und das sind die Nahkämpfer. So geht es normalerweise. Dann schnappen wir uns gleich den da, blenden plus rein in die Fresse. Die Wut wird aufgeladen, was natürlich super ist. So, der hat gemisst, jawohl. Aber gut, das war klar, Blendpfeil. Die anderen machen wenigstens nicht so viel Schaden. Also das hat schon Vorteil, aber 7, naja, einiges ist doch. So, wir könnten jetzt mit Hilfe, mit dem Ability, was kann ich da machen? Wenn ihr das ausbildet, das verstehe ich jetzt nicht gerade. Muss ich nur mal gucken. Das soll doch sein, dass ich zwei Fälle leap up to sales. Da kann ich mich beamen oder was? Sowas in der Art. Auf jeden Fall, du schießt jetzt mal auf den da. Jo, hat Damage gemacht, sage ich mal. Dann werden wir den hier angreifen. Zack, in die Fresse. Der wehrt sich natürlich. Oh, ich bin gefiert. So. Dann werden wir den da oben zusätzlich noch angreifen. Zack, alle auf einen, das ist effektiver, weil dann macht er nicht so viel Damage. Der kann jetzt natürlich hier durchwandern, was nicht so gut ist. Aber wir können die Pistole nehmen. So, das ist der Schuh, das ist ein Trick, so da. The speed of the selected target is increased by 1. Das finde ich jetzt nicht so nützlich, aber das könnte man am Anfang eventuell nehmen. Die Pistole ist nützlich, aber die macht Damage. 45, wir werden hier auf die Fernkämpfer gehen. Wir machen den jetzt richtig alle hier. Zack. So. Dann draufgeschossen und der müsste weg sein. Jawohl. So, einen haben wir weiter. Oh, unsere Tussi kriegt auch eine. Aber sie crittet schön. Ja, das wird ein harter Fight. Das sehe ich schon. Wir brauchen mehr Nahkämpfer, ey. Das ist nicht so gut hier. Das ist nicht so gut. So, du gehst jetzt einen Schritt zurück. Und wirst dem Geist hier die Fresse polieren. So, du gehst hier hin und wirst dem Geist die Fresse polieren. Jawohl, einer weniger, aber wir auch. So, und dann machen wir den richtig alle hier. Und zwar sauber alle. Bäm. So. Was können wir jetzt tun? Wir könnten den vernichten. Das machen wir auch mal. Einer weniger ist immer gut. Jetzt können wir uns auf den hier konzentrieren? Ah, die Tussi kriegt aber auch fest in die Fresse. Das muss man sagen. Der teilt gut aus hier. Das ist schlecht.
Ja, inzwischen verlieren wir halt schon ein bisschen die Leute, aber das ist ja nicht so schlimm. Mit null kann man nicht aussteigen, also es ist schon klar, dass wir ein bisschen aufs Maul kriegen, aber solange es nicht zu viel wird, ist ja in Ordnung. So, wir holen uns jetzt hier diesen Punkt, haben einen gekillt und ich kann die Pistol wieder verwenden. Das ist natürlich super, das werden wir jetzt hier nehmen. Der muss schwächer werden, das ist der Fernkämpfer. Und wir werden jetzt den ordentlich mal einheizen hier. Das hat gesessen, ich kann einen Blendpfeil abschießen, das machen wir auf den da. Und auch schön Damage. Jawohl, der trifft jetzt nichts mehr, aber der andere noch. So, was ist mit dir? Der ist schon wieder gefeiert worden, oder was? So, du kannst auf den hier schießen, bitteschön, mach mal. Du wirst dem in die Fresse hauen. Jawohl, ist einer weniger. Das macht dann immer so viel Damage, das ist okay. Den werden wir jetzt töten. Oder doch nicht. Aber so könnten wir ihn töten. Oder wir könnten auf den hier schießen. Wir schießen auf den. Fernkämpfer weg. Jawohl. So, jetzt kriegt sie auf den Latz, aber der haut schon immer viel zu. Wenn er alleine ist, geht's. Aber wenn es ein paar sind, machen die doch derbe Damage. Wir werden den jetzt töten. Oh! Ich dachte, der ist tot. Sind nicht ganz ausgegangen. So. Jetzt da. Nehmen wir die Pistole und heizen den ein. Zack. Dann werden wir uns vor seine Nase stellen. Der macht jetzt eh schon fast kein Damage mehr. Das ist egal. Da können wir mit dem hier drauf heizen. So, und du, jetzt probieren wir mal das aus. Das ist Beamen, oder was? Ja, das ist Beamen. Aber das ist irgendwie Blödsinn, weil ich kann ja auch hingehen. Ach so, das kriege ich zusätzlich. Ja, jetzt verstehe ich, Leute. Verstehe schon. Nur dann kann ich vier weit. Dann ist es natürlich schon nützlich. Das ist was anderes. So, jetzt werden wir den nochmal töten hier. Und Ruhe ist. Ja, es war ein guter Fight, würde ich sagen. Wir haben aber schön kassiert, also ist total in Ordnung. Da kann man nicht meckern. So, jetzt schauen wir, was hier los ist. Oh, da ist schon wieder ein hässlicher. Yep. Wir durchsuchen die Location. Da ist nix. Ja, dann würde ich sagen, was kann ich machen? Ich kann ein bisschen was kaufen. Kaufen wir uns nur einen Nahkämpfer oder können wir Fernkämpfer? Muss mal schauen. Da haben wir schon das Maximale. Hier können wir nur einen und sie sowieso. Ich würde gerne sie kaufen. Das heißt, ich spare mir jetzt das Geld, weil ich bin eher der Fernkampftyp und sie kann halt aus der Entfernung. Das ist halt besser so gesehen. Ja, du kriegst jetzt auf die Fresse, Skelett. Not so fast. Ja. Mich auslachen, dafür wirst du jetzt sterben. So, was kann er? Reduced Damage Attack. Was ist das denn? Raise Skeletons von Corpses. Oh, scheiße, das heißt, er kann aus Leichen wieder Skelette machen. Der muss weg hier, der muss als erster weg. Denn der kann Tote auferstehen lassen, so wie ich das jetzt verstehe. Und ich hoffe, ich verstehe es. Was heißt ich hoffe? Ich hoffe, ich verstehe es falsch, aber ich werde es richtig verstanden haben. Der kann aus Leichen wieder was machen. Das ist natürlich ganz schlecht. So, was kann ich jetzt machen? Ich könnte hier hinhüpfen, dann hier hingehen und einmal schießen. Das müsste gehen. Ja, das machen wir auch. So, das testen wir jetzt. Zack, und dann müsste ich schießen können. Genau, funktioniert, Leute. Supidupi. Ja, die haut nämlich nicht schlecht rein, die Tante. Der muss weg. Was hat denn der Leben? Mal gucken. Oh, 75. Das wird hart. Das wird hart. Wie weit kann der gehen? 3. 1, 2, 3. Gut, dann gehe ich nur 1 vor und werde hier deffen. 1, 2, 3. Du wirst hier bleiben einfach, weil die kommen jetzt eh vor. Und du! Du schießt dem aufs Maul hier. Der braucht Damage, weil der ist gefährlich. Ist zwar scheiße hier, weil die Fernkampf haben, aber alle auf ihn. Der ist so eine Art, ich will nicht sagen Boss, aber sowas in der Art. Oh, der geht mir auch im Sack hier. Aber gut, so kriege ich wenigstens das voll hier. So, dann gehen wir hier hin. Ah, scheiße, das ist blöd. Weil die Ratte im Weg ist, kann ich keinen Fernkampf machen. Das ist kacke, der wird jetzt auf sie gehen. Scheiße! Oh, der haut nämlich ziemlich rein. Gut, dann werden wir den da jetzt abschlachten. Und ich kann schießen. So, das kriegt natürlich der Boss in die Fresse. Zack, das hat gesessen. So, du gehst jetzt auch auf die Ratte. Und du schießt auf den Boss. Zack. Komm, jawohl, einer weniger. So, jetzt macht er nicht mehr so viel Damage, das war wichtig.
Ich bin jetzt dummerweise vergiftet. Die ist weg, die können wir jetzt nicht mehr retten. Die kriegt ziemlich aufs Maul hier. Oh nee, geh weg von meinem Fernkämpfer, das ist ungut. Oh, sie ist weg, okay. Wir müssen den Boss irgendwie... Oh! Das meine ich, der ist voll... Der muss weg, der Boss. Das geht gar nicht, ey. Das geht überhaupt nicht klar. Das ist ziemlich mies. So, wir gehen auf die Ratte hier. Wir gehen auf die Ratte hier. So, und du gehst eins zurück und gehst wieder auf den Boss. Zack. Ja, der macht ihm aber schön Damage. Der ist gefährlich, der Boss. Gut, der hält wenigstens nichts aus, da das Skelett. Also es ist fragwürdig, inwiefern das gut ist. Aber der Boss muss trotzdem weg. Ich sag mal, Boss, eigentlich ist er gar keiner, aber der ist ziemlich gefährlich. Mann, geht doch von meinem Fernkämpfer weg, ihr Schweine. So, aber gut, jetzt kann ich so auf ihn gehen. Wir werden hier hingehen. Ich könnte den platt machen. Ja, wir machen den platt. So, jetzt ist mein Fernkämpfer hier frei. Dann holen wir uns hier einen Punkt. Jetzt kann ich die Pistole wieder benutzen. Jawohl. Ah, so haut es halbwegs hin. So, der kriegt jetzt voll rein hier. Und den Rest müsste er hier schaffen. Oh, nicht ganz, aber er ist so gut wie weg. Der Typ ist kein Boss, aber er ist schon hart. Also es geht jetzt schon richtig saftig hier. Mit den Kämpfen wird es langsam anspruchsvoller. So, jetzt ist er weg. Sehr schön. Dann werden wir uns mal heilen eine Runde. Oder wartet, Leute, wartet. Wir gehen ein Stück vor und dann werden wir uns heilen. So. So machen wir das. Jawohl. So haut es hin. So, Dicker, du gehst da unten. Und du wirst dem einen Blendpfeil in die Fresse hauen hier. So, der trifft jetzt nichts. Oh, scheiße, jetzt ist der vergiftet. Ja, was soll man machen? So, jetzt hauen wir mal aufs Maul hier. Jawohl. Der kann nicht viel austeilen, das ist kein Problem. So, du wirst dem noch eine reinhauen. Jawohl. So, wie er sich schlecht. Der macht kein Damage mehr. Nur ein bisschen. Der macht wieder mehr Damage. Aber es geht, es geht, es geht. So, du haust jetzt dem einen in die Fresse. Jawohl, der ist gleich weg. Du dem. Das werden wir jetzt easy peasy schaffen. Da dürften wir vielleicht nicht mal mehr einen verlieren, wenn wir jetzt gescheit tun. So, zack. Jetzt kann ich die Pistole wieder nehmen. Jawohl. So, das machen wir auch gleich. Komm, Pistole. Hau ihn aufs Maul. Hau ihm nochmal aufs Maul. Jetzt steht der im... Oh, okay, wir haben es geschafft. Nice. 54 haben wir das gekostet. Wir müssen sie ein bisschen schützen hier. Aber ich krieg 96 Kohle. Das reicht, dass ich mal für sie noch einen holen kann. So, das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Und schauen mal. 200. Okay. Nehmen wir so eine Tussi noch dazu. Jetzt haben wir eine mehr. Und ich würde sagen, wir machen wieder einen kleinen Cut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, liked uns, hinterlasst einen Kommentar, ich bin sehr kommunikationsfreudig. Und abonnieren nicht vergessen, wer noch kein Abonnent ist. Dann habt ihr immer die neuesten Folgen, was ja 5 bis 10. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.